Seit vielen Jahren gibt es Neusserinnen und Neusser, die sich wünschen, in einer Wohngemeinschaft zu leben. Wohngemeinschaft bedeutet, jeder hat seine eigenen privaten Räumlichkeiten zur Verfügung. Zusätzlich gibt es Gemeinschaftsräume, die alle nutzen. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man aufeinander aufpasst, sich gegenseitig hilft und unterstützt, damit man lange ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben führen kann. Die Seniorenwohngemeinschaft Südliche Furt auf der Wingender Straße ist ein sehr erfolgreiches Projekt im Rahmen der Wohngemeinschaften. Das wirkt inzwischen beispielhaft auch weit über die Stadt hinaus. Um eine solche Wohngemeinschaft Wirklichkeit werden zu lassen, benötigt man natürlich entsprechende Wohnungen oder auch Grundstücke. Der angespannte Wohnungsmarkt und die hohen Grundstückspreise haben oft verhindert, dass Wohngemeinschaften realisiert werden konnten. Deswegen haben wir als Neusser SPD schon 2018 beantragt, ein Konzept zur Förderung von Wohngemeinschaften zu entwickeln. Nach Bedenken, vor allem der CDU, und dem Umweg über eine Arbeitsgruppe lag im letzten Sozialausschuss aber dann endlich ein Konzept zur Förderung von Wohngemeinschaften vor, das in diesem Ausschuss auch auf große Zustimmung gestoßen ist. Ich persönlich habe auch keine Zweifel daran, dass der Rat am 19. Juni dem Konzept zur Förderung von Wohngemeinschaften mit großer Mehrheit zustimmen wird.